Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Wir befinden uns gerade in Steinfälle, erleben den Ebenerzpakt und ja, Holgun hat eine neue Aufgabe für uns. Ich bin Holgun, der Kommandant der Nord hier in Davons Wacht. Meine Leute sind das Rückgrat und der starke Arm des Ebenerzpakts. Ich habe viel Gutes über euch gehört. Wollen wir sehen, ob es auch wahr ist. Was soll ich tun? Davons Wacht wird vom Bündnis angegriffen. Diese Teufel haben den nördlichen Bezirk bombardiert. Jetzt sind sie an Land und bereiten sich auf den Angriff vor. Ich brauche jede starke Hand für die bevorstehende Schlacht. Ich stehe an eurer Seite, Holgun. Dann werdet ihr dort sein, wo ihr gebraucht werdet. Großmeister Tanval Induril befindet sich im Moment in einem Anwesen im Norden der Stadt. Er hat einen klugen Plan, aber er benötigt Hilfe. Los geht's. Folgt mir oder trefft mich dort. Eure Entscheidung. Ich habe noch einige... Was könnt ihr mir über Davons Wacht erzählen? Dieser Hafen ist der wichtigste Zugang nach Steinfälle. Deshalb greifen diese Bastarde vom Bündnis auch an. Sie wollen die Stadt einnehmen, aber das werden wir nicht zulassen. Die Nord sind hier, um den Pakt zu verteidigen. Ich begleite euch. Ich bin bereit, sobald ihr es seid. Ausgezeichnet. Auf geht's. Gehen wir weiter. Warum darf man nie reiten? Warum muss man immer zu Fuß laufen? Das Bündnis bombardiert die Stadt seit Tagen. Stellt eure Schleue und euren Mut bei einem Wenn Davons Wacht fällt, ist ganz Steinfälle in Gefahr. Ich kam, um mit meinem alten Kameraden Tanval zu kämpfen. Der arme Hund. Starb nicht einmal den Tod eines Soldaten. Hi. Verdammtes Bündnis. Hört dieses Bombardement denn nie auf? Wir sind da. Holgun sagte, ihr seid zuverlässig. Ich vertraue seinen Instinkten. Und ich weiß, es gibt viel zu tun. Holgun hat mir von der Belagerung erzählt. Wie kann ich behilflich sein? Das Bündnis bedrängt uns wie ein Nixhund bei der Hatz. Sie glauben, die Stadt gehöre schon so gut wie ihnen. Aber da irren sie sich. Sie sind alle totgeweiht, bis auf den letzten Mann. Wie lautet der Plan? Ihr seid der Plan. Unter der Stadt gibt es ein Relikt, das von Geistern meiner Ahnen bewacht wird. Für mich wäre der Kampf gegen sie ein Frevel, doch ihr seid nicht vom Hause Induril. Ihr kommt durch die Grabmäler auf der anderen Seite des Platzes hinein. Bringt das Relikt zu mir. Was könnt ihr mir über das Relikt erzählen? Nur, dass ihr es herbringen müsst. Ich habe versucht, meine Ahnen davon zu überzeugen, aber sie begreifen die Gefahr nicht, in der wir schweben. Ihr müsst dort erfolgreich sein, wo ich gescheitert bin. Okay. So, das heißt, doch, da könnten wir hier direkt rein. Hallöchen, liebe Ahnen. Seid ihr geblieben? So meinte ich das nicht, weil ich wollte eigentlich nur hier durchlaufen. Och nö, komm schon. Ich mag das nicht, wenn ihr den Weg so versperrt. Nein. Doch. Ihr werdet uns alle vernichten. Genau. Das war der Plan. So, den hast du? Okay, dann nehme ich schon mal den Schädel. Und dann können wir wieder zurück. Ja, super. Ich liebe es, wenn man dann wieder durch die gleiche Meute zurücklaufen muss. Ihr habt mich nicht gesehen. Ich möchte einfach nur wieder gehen. Nervt mich bitte nicht, sonst werfe ich den Pfeil zurück in euer Gesicht. So,
der ist immer noch da drin. Bitteschön. Habt ihr das Relikt geborgen? Ich wurde von einem entzürnten Geist angegriffen. Er sagte, er würde uns alle zerstören. Das war einer meiner Ahnen. Er weigert sich, die Gefahr zu erkennen, der wir heute gegenüberstehen. Es wird Zeit, dass wir gegen das Bündnis den Spieß umdrehen. Dafür müsst ihr mir Zeit verschaffen. Okay. Ich brauche Zeit, um das Ritual, das dem ein Ende setzen soll, vorzubereiten. Wir müssen die Bündnistruppen im Süden aufhalten. Wie kann ich euch etwas Zeit verschaffen? Fragt Holgun. Er steht der Verteidigung am Westtor vor. Falls ihr einen Führer benötigt, sprecht mit Garin. Ich werde Holgun finden. Weil ihn finden, der steht immer noch hier neben uns. Die Befehle lauten, euch zu helfen. Ach so. Okay. Tanwald sagte, ihr würdet mich zum Westtor führen. Dann sollten wir gehen. Okay. Ich nehme auch alles wieder zurück, was ich gesagt habe. Ich dachte, das wäre er selber noch. Aber jetzt, wo ich den so sehe, das stimmt, der sah anders aus. Können wir vielleicht auch mal laufen? Hallo? Ich gehe dann schon mal vor, ja? Ist ja ein toller Führer. Ich hoffe, ich komme jetzt ohne den durch das Tor durch. Das wäre nämlich blöd, wenn dem nicht so wäre. Aber so langsam, wie der da rum schlawenzelt. Okay, wir können auf jeden Fall mit ihm reden. Ich habe über unsere Verteidigung nachgedacht. Sie taugt nichts. Das Bündnis wartet mit Ballisten und Belagerungsleitern auf. Zeit, denen zu zeigen, was wir haben. Was soll ich tun? Ganz einfach. Brennt diese Ballisten nieder und die Leitern auch. Äschert sie ein. Ich führe vom Tor aus einen Ausfall. Trefft uns, wenn ihr fertig seid. Das wird glorreich werden. Okay, wir können, doch, wir können jetzt doch da durch. Ah, wir können noch mal was einsammeln, ohne dass es gestohlen ist. Sehr schön. So, dann schalte ich hier mal lieber eben ein. Ich würde nämlich wissen, wer ist. So, bis unten können wir noch durchgehen und Sachen mal eben einsammeln. Keine Narbe. Nein, nein, nein. Ist jetzt doch gestohlen oder was? Wollt ihr mich veräppeln? Oh, ich hasse es, wenn das so ist, ne? Ist es mal gestohlen, dann ist es mal wieder nicht gestohlen. 2 Meter weiter ist es wieder gestohlen. Ich sehe nichts mehr, wenn ich laufe, aber ist in Ordnung. Sollte vielleicht auch nicht ganz so nah dran sein. Oh, wie viel haben wir noch? Du bist beschäftigt, ne? Ich kümmere mich in der Zeit schon mal um die Balliste. Geht es euch gut, ihr Paktsoldaten? Moment, eine fehlt noch. Ein Floß. So, noch ein Floß. Ach nee, das sind die Leitern. Hallo. Du sollst die verbrennen. Huch, wo kommt der jetzt her? Hallo? Geht's noch? Erschreckt mich doch hier nicht so. Teleportiert sich einfach hier hin? So geht das aber nicht. Holgun! Holgun? Da. Ich hörte die Hörner. Ich sah die Flammen. Habt ihr es erledigt? Ich habe ihre Belagerungsausrüstung niedergebrannt, wie ihr es wolltet. Diese verdammten Skaver haben uns leider hinters Licht geführt. Es war nur eine Finte. Okay. Sie haben die Klippen erklommen wie verdammte Bergziegen. Zugegeben, dazu gehört Mut. Wohin soll ich? Geh zu den Grabmälern. Tanwal führt dort sein Ritual durch. Er ahnt nicht, was passiert ist. Beschützt ihn, bis er es vollbracht hat. Ich werde ihn beschützen. Sie haben die Mauern erklommen. Ich weiß, ich weiß. Und irgendwo kommen jetzt, glaube ich, die Katapulte. Kann das sein? Ja, genau. Das hatte ich nämlich im Kopf. Ja, meine lieben Skelette. Das waren aber jetzt keine Skelette. Wo sind die ganzen Skelette hin? Hallo?
Eine Krypta ohne Ahnen ist keine Krypta. Hallöchen! Verstärkung! Jetzt steht ihr einem Nord gegenüber, Abschaum, bei Iskramor. Das stimmt nicht. Ich bin keine Nord. Es kommen noch mehr. Haltet sie von meinem Vater fern. Ja. Angriff! Deswegen bin ich doch hergekommen. Noch was? Hätte ich nicht fragen sollen. Ich weiß. Wieso steht der jetzt hier so nett und wartet, bis ich fertig bin? Ich beschwöre euch! Ja? Vernichtet die Armee des Bündnisses! Und weg war. Ihr dort! Ich werde euch in Schatten hüllen. Tretet durch das Portal und werdet Zeuge unseres Sieges. Okay. Oder auch nicht. Aber wenigstens dürfen wir hier endlich wieder was mitnehmen, ohne dass wir was klauen. Äpfel, zack. Erstmal alles rausholen. Lalala. Ich bin hier in Schatten gehüllt. Es regnet. Ist der jetzt gut oder ist der jetzt schlecht? Ich dachte, das wäre unserer. Oh. Er ist anscheinend doch ein schlechter. Hallo. Sprecht mit... Wo ist er denn? Höher. Das heißt, wir müssen jetzt hier runter, ne? Okay. Nachdem das jetzt gerade eine heiße Sache war, ist das okay. Dann gehen wir mal hier an Land, würde ich sagen. Damit wir da nicht direkt bei denen auskommen. Also bei den Kämpfenden. So. Waren wir jetzt wirklich erfolgreich? Das ist die Frage. Ja, sie jubeln. Ich würde sagen, wir waren erfolgreich. Oder sie jubeln nur, weil ich wieder gehe, nachdem ich alles in Schutt und Asche gebracht habe. Das kann natürlich auch sein. Ihr habt eurem Haus Ansehen gebracht. Das ist etwas Großartiges. Das Haus Induril wird immer gut über eure heutigen Taten hier reden. Wir waren heute also siegreich? Der Sieg ist unser. Das Bündnis zieht sich bereits zurück. Ihr habt mir genug Zeit verschafft, Balred zu beschwören. Als Großmeister des Hauses Induril ehre ich euch. Und wir haben einen Flammenstab vom Sonnenseide-Set bekommen. Ui! Balred hat sein Werk verrichtet. Das Bündnis wurde aus Davons Wacht vertrieben. Nun müssen wir ihn dorthin zurückbringen, wo er hingehört. In die Tiefen des Aschberges. Was ist zu tun? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe uralte Riten und geheimes Wissen eingesetzt, um ihn seiner Zelle zu entreißen. Ihr habt das Endergebnis meiner Bemühungen gesehen. Mein tüchtiger Sohn Garin arbeitet bereits daran, ihn wieder in den Schlaf zurückzuschicken. Er wird eure Hand führen. Wohin soll ich gehen? Ihr werdet Garin westlich der Stadt finden, auf den Hängen des Aschbergs. Ich habe eine Abteilung Soldaten mit ihm entsandt, um für seine Sicherheit zu sorgen. Ich bin mir sicher, er weiß bereits, was zu tun ist. Dann werde ich mich bei Garin melden.
Ihr habt euch hier gut geschlagen, Soldat. Ihr macht dem Pakt alle Ehre. Ich bin sicher, ihr werdet meinem Sohn nützlich sein. Könnt ihr mir mehr von Balret erzählen? Balret ist eine von zwei uralten magischen Kriegsmaschinen, den Brüdern des Zwists. Ihre Geschichte ist zu lang, um sie jetzt zu erzählen. Es muss reichen, dass Balret eine mächtige Waffe in unseren Händen ist. Gut, das sind jetzt nicht allzu viele Informationen, die wir erhalten haben, aber das muss uns vorerst reichen. Ja, ich werde mich jetzt aufmachen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge am Zielpunkt wieder bei Balret. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Yeah. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.